Parker Steiner. Sehr schön, am Apparat zu haben. Mein Name ist Olga Meyer von Bitcoin Trading, wo Sie eine Meldung gemacht haben. Erinnern Sie sich, ja? Ja, auch schön am Apparat zu haben, ja. Olga Meyer war der Name, ja? Ja. Ja. Dann was schauen Sie? Kreditkarte und BTC. Super. Und da drüber steht 500 EUR, den ich dabei habe. Also haben Sie schon Ihren Computer dabei, ja? Ja, den habe ich dabei, den habe ich immer dabei. Ja, Sie müssen von mir, von Olga Meyer, eine Nachricht zu schauen. Ach ja, Olga Meyer war der Name, habe ich vergessen. Ganz genau, was du meinst. Du willst bloß die Kohle, aber eine Nummer brauchst du nicht zu wissen, weil ihr keine habt. Ganz einfach. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, das merke ich schon. Diese Nummer, Sie schauen selber, wenn Sie es... Ja, du musst dann aber Warnung haben. Du müsst dann Ahnung haben. Du müsst dann Ahnung haben. Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Trading-Betrug. Tja, leider rufen mich kaum andere Leute an. Dementsprechend kann ich euch auch nur das anbieten. Ich kann euch aber versichern, mittlerweile gab es auch schon den ein oder anderen Call mal von einer anderen Firma. Nur die lassen sich halt leider auch echt nicht so lange hinhalten. Das heißt, ihr werdet irgendwann mal in den Schnipselpartys auch hier mal was anderes mal wieder dabei haben. Heute geht es aber leider wie so oft wieder um eine Trading-Abzocke. Die Abzockerin, die ist natürlich wie alle anderen, naja, nur begrenzt intelligent und naja, wie man... Wo die Firma so richtig reguliert ist, das können Sie mir auch nicht so richtig verraten. Zum Schluss haben wir wieder eine schöne lange Diskussionsrunde mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Herr Steiner. Sehr schön, am Apparat zu haben. Mein Name ist Olga Meyer von Bitcoin Trading, wo Sie eine Meldung gemacht haben. Erinnern Sie sich, ja? Ja, auch schön am Apparat zu haben, ja. Olga Meyer war der Name, ja? Ja. Also Sie sind in Deutschland geboren? Ja. Okay. Ich bin Ihr Kontoverwalter und ich kann Ihnen weiterhelfen, Ihre Konto um Aktivierungen. Okay, Herr Steiner? Kontovergewaltiger. Ja. Okay. Also, aber damit ich kann Ihnen weiterhelfen, ich muss wissen, diese E-Mail-Adresse gerold.steiner92@medcc5.de. Ist das richtig? Ja, ja, medcc, richtig, genau. Okay, super. Machen Sie bitte die Handy-Lautsprecher. Ich sende Ihnen jetzt einen Link, okay? Aha, ja. Also per E-Mail jetzt dann, oder wie? Ja, per E-Mail-Adresse. Oh, also per E-Mail dauert bei mir aber immer mindestens 10 Minuten. Also nur, das dauert nur 10 Minuten, Ihre E-Mail zu schauen. Also nur 2 Minuten, ja? Ja, bei mir dauert es 10 Minuten, weil das Postfach, das kriegt so viele E-Mails, das ist völlig überlastet. Also haben Sie schon Probleme mit Ihrer E-Mail-Adresse, oder? Ja, da kommen ganz, ganz viele E-Mails jeden Tag. Genau, da ich probiere jetzt zu schicken. Ja. Also bitte aktualisieren Ihren Posteingang, okay? Ja, aber das dauert, ne? Also. Wir versuchen das, ja. Okay? Machen Sie keine Sorge. Okay, na, ich habe Zeit. Jetzt habe ich das geschickt. Bitte aktualisieren Sie. Ihre Posteingang? Ja, von welcher Seite aus rufen Sie denn an? Wie heißt von Bitcoin Trading, ja, genau. Ja, so heißt die Seite Bitcoin Trading. Und dann .com, oder? Also, die Bitcoin Trading ist schon unsere Kampagne. Also, wir haben verschiedene Kampagnen und eine Sie von verkaufen denen ist Bitcoin Trading. Wie bitte? Sie verkaufen Champagner, haben Sie gerade gesagt? Kampagne, Firma, Unternehmen. Ja, Kampagne ist ja, das trinkt man ja. Kampagne ist unser Unternehmen, wo Sie... Was geprickelt in meinem Bauchnabel? Also, Herr Steiner, unser Unternehmen, die große Unternehmen, heißt Origin Invest. Und wir haben genug viele andere Kampagnen. Ja, dann warten Sie... Werbung genug. Ich suche mal die Seite... Weil, wie gesagt, mein E-Mail, das dauert ja ganz lange. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden. Okay, denn, super, dann. Ich habe den Link geschickt und Sie probieren das selber zu machen, okay? Wie heißt denn die Seite nochmal? Irgendwas mit O war das, ne? Origin Invest. Okay, können Sie mir das einmal buchstabieren? Ja, genau. O wie Otto. Ja.
Wie Richard? Ja. I wie Ida? Ja. G wie Gustav? Ja. Also I wie Ida nochmal? Ja. N wie Nordpol? Ja. I wie Ida? Ja. N wie Nordpol? Ja. V wie Victor? Ja. E wie Emily? Ja. S wie Samuel? Ja. T wie Theodor? Ja. Punkt C-O, Cäsar Otto. Ach, Cäsar Otto, ja, okay. Hm. Genau. Ja, jetzt habe ich hier so eine, jetzt habe ich hier so eine dunkle Seite mit so grünes Zeug drauf. Super. Das ist unsere, also oh, jetzt Seite. Ein Aktimail, Moment. So. Ja, was, wo muss ich da draufdrücken dann? Auf Login? Also, ach, warten Sie mal, ich bin hier sogar, glaube ich, eingeloggt. Warten Sie mal. Okay. Schauen Sie. Ja, ich bin eingeloggt, ja. Okay, gut. Gehen Sie gerade? Und gehen Sie bei Finanzen? Warten Sie nicht so schnell. Das kann, oh, man, langsam, kann man langsam. Kann man das auf Deutsch umstellen? Ja. Wo denn? Wenn Sie bei Google also sind, dann können Sie also die Übersetzung machen auf Deutsch, okay? Ach so, dann muss ich den Google Translate hierfür benutzen. Ja, super. Okay. Ja. Ja, okay. Vielleicht haben Sie Dashboard, Finanz, Trading, Profil. Schauen Sie. Ja, so. Finanz. Da steht super. Dashboard, Finanz, Trading Dashboard. Und Profil. Super. Gehen Sie bei Finanz. Da haben wir wieder eine von den ganz schönen Seiten, die nicht mal im Ansatz irgendwie auf Deutsch übersetzt sind und man sich alles selbst aus der Nase popeln kann. Ja, und eigentlich kann man nur dem vertrauen, was die tolle, nette Tante, die unfassbar vertrauenswürdig klingt, auf der anderen Seite so durchs Telefon lässt. Tja, dass das kein gutes Ende nehmen kann, ich denke mal, das ist allen irgendwie bewusst. Und ja. Wie immer, ich kann hier nur wieder raten, legt einfach auf, wenn ihr solche Vollpfosten am Telefon habt, tja, die euch auf irgendwelche ausländischen Webseiten locken wollen, um dann da sein Geld im Nichts zu versenken und sich irgendjemand einen schönen Porsche von kaufen kann. Naja, aber mehr ist das Ganze hier natürlich nicht. Ich gehe mal davon aus, das ist allen klar. Das Problem ist, ja, so klar scheint es halt auch wirklich nicht allen zu sein. Denn sonst würden solche Callcenter mit solchen kuriosen Sachen hier am Telefon halt eben auch nicht mehr anrufen. Irgendjemand scheint darauf reinzufallen und das ist das Problem. Und von daher, ich kann es nur immer wieder sagen, teilt die Inhalte mit allen Freunden, Bekannten, Verwandten, damit da echt keiner drauf reinfällt. Manchmal, also ich sage immer wieder, es braucht für jeden nur den richtigen Abzocker mit der richtigen Masche. Die Maschen, die wir hier so oft am Telefon haben, die sind halt echt dämlich. Aber tja, es gibt halt Menschen, die drauf reinfallen. Und das ist halt einfach das Problem. Und man weiß im Voraus natürlich nie, wer auf sowas reinfällt. Aber irgendjemand muss ja auf sowas reinfallen. Und dementsprechend müssen ganz, ganz viele Leute einfach davon Bescheid wissen, was das hier für ein Scheiß am Telefon ist und dass man da halt wirklich kein Geld verdienen kann. Finanze, ja, da bin ich drauf, ja. Super. Also, Sie haben einen Trading-Account. Ja. Schauen Sie einen neuen Trading-Account? Na, ist das hier nicht schon mein Trading-Account? Ja, Ihr Trading-Account. Ja. Haben Sie schon? Ja. Ich habe schon einen Account. Sie haben schon einen Account? Ja. Okay, gehen Sie bei Finanzen jetzt. Mhm. Und schauen Sie also Ad Trading Account. Warum sagt denn Ihnen der Mann da im Hintergrund alles vor? Also, nein, Herr. Also, Sie haben schon nur ein Ad-Trading-Account da, ja? Ja, aber warum sagt der Mann im Hintergrund alles vor? Können Sie das nicht alleine? Also, wir haben viele Anrufe jedes Tag, vielleicht von meiner Kollegin. Der hat ja, sagt ja immer vor, was Sie sagen. Hört man ja. Er ist hier, deswegen. Aber, und warum sagt er das vor? Er hat also miteinander gefunden, das zu sagen, deswegen.
Normal, wenn Sie schon einen Trading-Account haben, klicken Sie da bitte. Wie heißt der Knopf? Haben Sie schon? Weiß ich nicht, wo muss ich ihn da drücken? Also, nochmal. Sagen Sie mir bitte jetzt, was Sie schauen. Eine schwarze Seite mit grünes Zeug drauf. Und oben blinkert es. Super. Also, dann gehen Sie, Sie sehen schon Dashboard Finanzen, ja? Ja, genau, ja. Gehen Sie bei Trading, bitte. Bei Trading, ja. Genau, haben Sie schon plus neue Account, ja? Da soll ich draufdrücken? Ja, super. Okay. Klicken Sie da. Ja. Klicken Sie da. Na klar. Ja, es ist einfach nur Wahnsinn. Na, also die leiten euch in dem kompletten Betrug eigentlich an, überall, wo ihr klicken sollt, was ihr machen sollt, was ihr eingeben sollt. Und am Ende, als Dankeschön, dass ihr da alles schön mitgemacht habt, ist euer Geld einfach dann weg zum Schluss. Und man spielt euch dann irgendein Theaterspiel vor mit angeblichem Gewinn, den man da macht. Also im Grunde genommen eröffnet ihr hier nichts anderes als ein Demokonto, wo man euch schön verarscht hat und die Kohle ist dann am Ende weg. Ja, also ich verstehe das wirklich nicht. Das, keine Ahnung. Also ich finde da auch kaum richtige Worte für, weil letztendlich ist das hier Betrug mit Anleitung. Man lässt sich ja mit Anleitung verarschen und man hat da Menschen am Telefon. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Callcenter-Mitarbeiter das echt nicht raffen, dass das illegal ist, was die da tun. Denn in Deutschland macht man sich damit selbst mitstrafbar, wenn man in Deutschland sowas machen würde. Ich weiß nicht, wie es aus den Ländern ist, wo die herkommen, aber naja, ich weiß es nicht. Also irgendwie scheint bei denen auch das Rechtsempfinden nicht so vernünftig zu sein. Ich habe in den Kommentaren mal gelesen, die Leute, die hier am Telefon sitzen, das sind genau die Leute, die jungen Männer und Frauen, die vor den Shisha-Bars stehen und die Leute einfach grundlos anpöbeln und einen fragen, ob man ein Problem hätte, obwohl man ja auch gar nichts zu den Leuten gesagt hat. Ja, im Grunde genommen sind es genau diese Gestalten, so stelle ich mir das auf jeden Fall hier auch vor, dass da kein anderer als genau solche komischen, unseriösen Typen am Telefon sitzen. Genau die, die eben vor den Bars stehen und Leute einfach anpöbeln, ohne Sinn, Grund und Verstand. Was anderes kann das einfach auch gar nicht sein. Ich meine, dass kein normaler Mensch würde doch andere Menschen in dem Ausmaß betrügen. Sicherlich macht jeder mal irgendwo Fehler und hat auch mal so seine Heimlichkeiten und jeder hat schon mal irgendwo was falsch gemacht, aber die haben ja wirklich auch überhaupt gar kein Rechtsempfinden. Stellt euch mal vor, ihr würdet Diebe klauen. Die würden euch wahrscheinlich gleich umbringen. Das anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist einfach absolut Wahnsinn, was da so am Telefon abgeht. Dann kommt Ihr Name, Your New Account, ja? Was schreibe ich da rein? Kann ich da irgendwas reinschreiben? Ihre Name. Schreiben Sie Ihren Name, wie Sie möchten, okay? Ihre Name, Nachname, wie Sie möchten. Da kann ich da auch was anderes reinschreiben? Okay, wie Sie möchten. Okay, dann schreibe ich da was anderes rein. Okay. Weil dann kann ich nämlich da meine Kontonummer reinschreiben. So. Dann bei Currency, USD, klicken Sie bei Euro. Warten Sie. Okay, ich warte. Ich schreibe hier noch den Namen. So, jetzt auf Euro, ja? Super, Euro. Ja. Dann bei Trading Account Passwort, wählen Sie ein Passwort, ein starkes Passwort. Ein starkes Passwort, ja, habe ich. Und jetzt selber? Steht hier... Bei Create Account. Ja, da kommt eine rote Meldung. Also haben Sie schon per diese Passwort eine starke Passwort geschrieben? Ja, ich habe eine starke Passwort geschrieben. Also die erste muss eine große Buchstabe zu sein. Ja. Vielleicht große A, kleines B, kleines C. Haben Sie wieso? Hier steht The Account Name May Not Be Grata, dann 25 Charakter. Ja, genau. Bei Accountname, die erste Box, Sie müssen Ihren Namen schreiben, deswegen. Aha. Okay? Ja, da haben Sie dann gesagt, ich kann da alles reinmachen. Also machen Sie, nur probieren Sie bitte mit Ihrem Namen zu machen, okay? Nur den Namen. Okay. Dann schreibe ich da rein, Gerold. Ja, genau. Steiner, ja, habe ich.
So ist drin. Jetzt gehe ich nochmal auf. Sie sind drin. Jetzt Kreat. Genau, jetzt habe ich geschafft. Ja, jetzt steht hier Arcont Successfully Created. Moment bitte. Ja. Account created. Hier steht created, ja. Created. Created. Also können. Ja. Nun warten Sie einen Moment. Ja, weil ich schaue hier in meinem System, da steht das nicht. Ja. Können Sie bitte ein Bild machen und mir per E-Mail zu schicken? Ach ja, ich kann ja mal gucken wegen Link von E-Mail. Moment. Ah ja, Sie gucken per Link, deswegen. 72 Euro Startguthaben habe ich jetzt bekommen per E-Mail. Haben Sie schon meine E-Mail bekommen? Wie heißt Mail? Olga Meier. Nee, Olga Meier ist nicht dabei. Gehen Sie wieder, wieder bei euch. Wo steht Created the Account bei Origin Invest? Bei... Oh, oh, jetzt bin ich durcheinander. Wo muss ich draufdrücken jetzt? Sie müssen per Finanzen klicken. Ja. Hab ich, genau. Ich habe... Ich, nochmal auf Finanzen. Jetzt steht da ein was Konto drin. Da steht... Also, was Sie schauen. Da steht Neve Deposit und dann... Super, select, New Deposit. Select Trading Account. Wählen Sie... Also, Select Trading Account ist Ihr Account, okay? Ja. Super. Und dann bei der zweiten Box steht Amount. Nein. Ja, genau. Wählen Sie eine Amount. Was ist Amount? Amount ist der Betrag. Dann nehme ich da ein 5 wie jetzt erstmal, ja? 500, okay, genau. Nee, 5 wie. Nochmal bitte? 5, 0. Nur klicken Sie. 500, klicken Sie. Wo steht 500, okay? Okay. Dann Deposit. Deposit, ja. Okay. Was schauen Sie jetzt? Kreditcard und BTC. Super, klicken Sie per Kreditcard. Kann ich auch BTC anklicken? Wie Sie möchten. Also haben Sie schon eine Visa oder Mastercard? Ja, sowas habe ich. Okay, super. Was haben Sie schon? Visa oder Master? Beides. Genau dann. Wir machen das mit Ihrer Kreditcard, okay? Ja. Ist schneller, genau. Per Kartnummer, wo steht Kartnummer? Geben Sie die 16-stellige Nummer, genau wie steht bei Ihrer... Bei mir steht jetzt also, hier so ein Brummkreisel und da steht still processing the transaction please weit. Wie bitte nochmal? Still processing the transaction please weit steht hier. Also haben Sie schon per Kreditcard geklickt? Ja, nicht und da steht jetzt dann so ein Brummkreisel ist da. Also steht Enter your card details, card Nummer, oder? Nein. Was steht? Was schauen Sie? Da steht ein Brummkreisel und da steht dann drunter Still Protecting the Transaction Player soweit. Okay, Herr. Sie müssen nochmal per Ihre, wo steht Credit Card klicken. Wo steht Credit Card? Nicht Bitcoin. Das ist hier nicht. Da ist ein Brummkreisel also, in dem Feld. Gehen Sie nochmal bitte zurück. Zurück? Nochmal, ja, gehen Sie. Ja. Und steht Kreditcard und Bitcoin, ja? Nein, jetzt steht hier wieder New Deposit. Okay, New Deposit. Klicken Sie bei Amount 500. Ja, habe ich. Und dann? Dann Deposit. Ja. Dann was schauen Sie? Kreditcard und BTC. Super. Und da drüber steht 500 EUR. Super, haben Sie schon per Kreditcard geklickt, ja? Da klicke ich jetzt drauf. Jetzt kommt wieder eine Brummkreisel. Super. Ja. Per Kartnummer steht eine Kartnummer da? Ja. Super, geben Sie also die
Kartennummer, die 16-stellige Nummer bei Ihrer Mastercard, okay? Wie genau steht in Ihrer Karte? Ach so, also nicht Visa-Karte, dann soll ich die Mastercard nehmen. Mastercard ist schneller, deswegen. Okay, dann muss ich nochmal alles rauslöschen, was ich schon reingemacht habe. Okay, mal Sie es, ich bleibe hier, okay? Haben Sie schon Ihre Mastercard dabei, ja? Ja, die Mastercard, die habe ich immer dabei. Sowas steckt man sich doch in den Schlüpfer, bevor man losgeht. So. Okay, mal Sie jetzt. Jetzt gebe ich einen die dreistellige VVC-Nummer. Na, und jetzt also, mache ich nein, auf... Per Kartennummer geben die 16-stellige Nummer. Anfängt mit 5. Ja. Super, dann die Cardholder-Name ist die Name, das steht genau in Ihrer Kreditkarte, okay? Ihre Name. Ja. Dann bei MEMEÜ ist Monat, Jahre, die Upload-Datum. Sagen Sie das nochmal, bitte. Also bei der dritten Box, wo steht MMYY, ist Monat, Jahre, ja, die Upload-Datum. Hat gerade lustiger geklungen. So, habe ich drin, ja? Okay, dann die CVV. Ja, VVC. Genau, ja. Ja. Ach, dann das schauen Sie. Und jetzt muss ich noch Adresse 1, Adresse 2, aber ich habe nur eine Adresse. Was mache ich? Nur eine Adresse. Bei Adresse 1 schreiben Sie Ihre Adresse, bei Adresse 2 lassen Sie lesbar. Also ich soll jetzt leserlich schreiben. Okay. Ja? Schreiben Sie die Adresse 1, ja, wo Sie gerade leben. Ja. Haben Sie schon? Ja. Bei Adresse 2? Ja. Ist leer, okay. Schreiben okay. Sie gar nicht. Bei Country? Ja. Was haben Sie schon geschrieben? Da muss ich draufdrücken. Bei Country Deutschland. Okay, also... Also soll ich jetzt hier Deutschland aus der Liste aussuchen? Ja. Das dauert aber ein bisschen, da steht ziemlich viel drin. Also Deutschland oder German? Ist mit Germanü, Germanü. Germanü? Ja, genau. Bei Country klicken Sie und wählen Sie Germanü. Ah ja, habe ich gefunden, ja. Super. Bei City, Stadt, wo Sie leben. Ja. Hab's gemacht. Bei Speed, Bundesland. Jupp. Schreiben Sie bitte. Jupp. Haben Sie schon? Ja. Bei Postalcode ist Ihre Postleitzahl. Ja. Genau. Und dann bei 30, wo steht 30? Schreiben Sie 49. Oh, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Haben Sie falsch gemacht? Was haben Sie schon falsch gemacht? Hier steht ein blaues K in einem blauen und hellblauen Kreis, der so unterbrochen ist mit den Linien. Und in der Mitte, das soll gar kein K sein, das könnte ein K sein, könnte aber auch ein Strich mit einem Pfeil sein. Und darunter steht dann Transaktion delegt bei Bank. Transaktion delegt bei der Bank? Ja, da steht delegt. Haben Sie schon etwas gekauft mit Ihrer Kreditkarte? Nein. Okay, mit Mastercard steht das nicht. Können wir das probieren mit Visa-Card? Na, die wollte ich doch gerade schon. Da sollte ich doch nicht. Da war die ja nicht gut genug. Also, warten Sie einen Moment. Ja. Ich versuche mit unserer Finanzabteilung das zu schauen. Das ist die Finanzabteilung, der im Hintergrund, der die ganze Zeit alles vorsagt? Okay, Herr, wir meinen es so. Haben Sie einen Laptop dabei oder Computer? Ich habe einen Computer, ja, den habe ich immer dabei. Super. Super. Damit ich kann Ihnen weiterhelfen, wir können zusammen ein Programm herunterladen. Oh, es ja? heißt AnyDesk. Ja. Okay? Ja. Super. Gehen Sie per Google Chrome, bitte. Habe ich nicht, nein. Also, ich buchstabiere Ihnen. Damit Sie können das herunterladen, okay? Wo gebe ich das hin? Also nur gehen Sie per Ihre Google Chrome, bei Ihrer Hab ich nicht. Haben Sie schon nicht bei Ihrem Handy, machen Sie das? Nein, auf meine Computer, den ich dabei habe.
Also haben Sie schon Ihren Computer dabei, ja? Ja, den habe ich dabei, den habe ich immer dabei. Okay, warten Sie einen Moment bitte. Wir können zusammen ein Programm herunterladen, wie ich habe Ihnen gesagt, das heißt Anudesk, okay? Ja. Ich sehe, was Sie sehen. Und ich kann Ihnen Schritt für Schritt helfen, aber erstmal, Sie müssen das also herunterladen bei Google Chrome, okay? Aber ich habe ja kein Google Chrome. Okay, herunterladen Google Chrome, bitte. Was soll ich dafür aufmachen? Also, wenn Sie, warten Sie kurz, damit kann ich sehen, was Sie machen können. In 10 Minuten, bitte, danke. Moment, bitte. Ja. Auf welchem Land steht Ihre Kreditkarte, Herr Steiner? Weiß ich nicht. Wissen Sie schon nicht? Nein, muss man das wissen? Steht vielleicht, das drauf? Damit kann ich sehen, was mit unserer Finanzabteilung, was wir können das machen auf Ihre Kreditkarte. Wo steht denn das? Also, Moment bitte. Ja, ein kleines Moment habe ich. Also, warten Sie die Leitungen bitte immer, okay? Ja, ja, ich warte. Das ist ja meine Aufgabe. Ich gehe mal kurz an ein anderes Gespräch ran. Ja, ruf mal in 5 Minuten nochmal an, danke. Also, wenn Sie... Ja, was denn nun? In 5 Minuten ruft schon der Nächste an. Also super, sagen Sie mir bitte, was für eine E-Mail-Adresse, richtige E-Mail-Adresse haben Sie schon? Wie jetzt? Wie bitte? Was? Wie mit der E-Mail? Ihre richtige E-Mail-Adresse. Wie ist? Na, haben Sie doch vorhin vorgelesen. Also ist richtig gerold.steiner92@mebcc.de. Ist das richtig? Ja. Jetzt habe ich hier von Sarah mit H eine Nachricht. Die kam jetzt. Von Sarah nicht, von mir. Sie müssen von mir, von Olga Meier eine Nachricht zu schauen. Ach ja, Olga Meier war der Name, habe ich vergessen. Olga Meier, ja. Nein, keine Olga Meier da. Haben Sie schon keine E-Mail bei Olga Meier? Nein. Also, Sie haben schon diese E-Mail-Adresse, die Sie schon gesagt haben, ja? Ja. Darf ich stellen eine Frage? Ja, bitte. Ja, wo ist registriert eure Firma? Wo ist unsere Firma registriert? Ja. Bei Balzien. Ja, will der Mann das nicht alleine sagen, wenn der das schon so laut brüllt? Also, Origin Invest ist bei Baffin registriert. Ja, okay? Wie ist denn die Baffin-Nummer? Bitcoin Trading ist, wo Sie diese Anmeldung gemacht haben. Ja, aber ja. Damit ist kein... Ja, ja, damit... ja, ich habe aber meine Frage ist noch nicht fertig. Wie ist denn die Baffin-Nummer von euch? Also, gehen Sie bei euch normal, bei Origin Invest? Ja, bin ich drauf. Sie sind schon da, ja? Ja. Also, die Nummer steht da dritten, okay? Ja, wo denn? Wenn Sie runterfahren. Ja. Also, Sie haben eine Plattform und Support. Ja. Und dann schauen Sie alles. Wo steht denn das mit dem Support? Bei Spatsch. Ah ja, Support Team da unten, ja. Und da soll das beistehen. Ja. Und wo? Dann schon ist Spatsch, okay? Da steht nichts drin. Also, wie lautet denn eure BaFin-Nummer? Ja, falsch. Wie falsch? Also ist bei Support, Plattforms and Support, steht Support Team. Lesen Sie da? Ja, Technical Support, Komplikantes Team und... Technical Support, ja, genau. Ah, da soll ich draufdrücken? Ja, Sie müssen also runterfahren. Noch weiter runter, ja, wo denn?
Was schauen Sie jetzt? Ja, unten, die Seite, ganz unten. Wo steht denn da jetzt die Nummer von der BaFin? Die Nummer steht, also wo ist die Plattformen Support? Ja. Ich schicke per E-Mail, okay? Ja, sag mal die Nummer. Die ist ja nicht so lang, die kann man ja auch sagen. Moment. Ja, ich kann jetzt per E-Mail. Moment bitte. Ja, kannst du mir die Nummer nicht einfach sagen? Dann kann ich die hier eingeben und gleich suchen. Nummer sprechen. Hallo. Ja? Ja, hören Sie mich, ja? Ja, wie laut? Ich schicke weiter Ihnen per E-Mail, damit Sie können selber schauen bei unserer Kampagne, okay? Ja, sag mal die Nummer. Ist ja nicht so lang jetzt, die Nummer. Die kann man ja auch sagen. Also Sie müssen wissen nur die Nummer, ja? Ja. Also ich weiß es nicht, dieses Nummer. Also ich muss das für unsere Kampagne, das zu schauen, wo Sie ja, schauen, dann, okay? Dann guck da rein und lies die vor. Weil das ist, interessiert mich nicht, die Nummer, okay? Ja, aber mich. Ich bin nur Kontoverwalter, einfach Ihnen zu helfen. Nein, du bist kein Kontoverwalter, du bist Betrüger und Abzocker. Ich bin Betrüger? Abzocker. Was meinen Sie jetzt? Ja, ihr seid Betrüger und Abzocker und der Typ im Hintergrund auch. Also ich weiß es nicht, die Nummer, weil das interessiert mich nicht. Okay, ja, aber die Kundin interessiert. Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Du willst bloß die Kohle, aber eine Nummer brauchst du nicht zu wissen, weil ihr keine habt. Ganz einfach. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, das merke ich schon. Diese Nummer, Sie schauen selber, wenn Sie es. Ja, du musst dann aber Warnung haben. Du müsstest Ahnung haben. Meine Vorgesetzter schicken das zu mir und schicke Ihnen zurück. Ja, gib mir mal den Affen aus dem Hintergrund. Den Mann. Ja, das sagt meine Finanzexperte. Ja, gib mir mal deinen tollen Finanzexperten. Ich will den mal sprechen. Jetzt. Hallo. Ja, hallo. Hören Sie mich? Ja, gib mir mal den Typen jetzt da, der da im Hintergrund immer sabbert. Also, damit kann ich Ihnen weiterhelfen, das ja, alles zu ja, schauen. Gib mir mal jetzt den Typen da aus dem Hintergrund. Gib mal ran. Also, Herr Steiner, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Ja, und du gibst mir jetzt den. Ja, gib mir jetzt mal den Typen aus dem Hintergrund. Der dir immer alles vorsagt. Den will ich jetzt sprechen. Mit dir will ich jetzt nicht mehr quatschen. Habe ich jetzt genug. Jetzt gib mir mal den Typen. Herr Steiner, damit ich kann Ihnen weiterhelfen, ich weiß es nicht, was Sie schauen momentan. Du können mir weiterhelfen, indem du mir geben den Mann. Also, was wollen Sie gerade? Ja, den Mann, der gefragt hat, was du gesagt hast. Also. Ja, gib mir den jetzt mal, der da die ganze Zeit Scheiße labert. Also, er macht Spaß mit Ihnen. Ja, kannst du wirklich nur jedes Wort nachplappern oder kannst du auch selber reden? Jo, wie sagt man so schön, eingelocht. Tja, der Typ, die ganze Zeit im Hintergrund, hat tatsächlich irgendwie jedes Wort, was die Tante gelabert hat, immer wieder vorgesagt. Alleine sprechen konnte sie scheinbar nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, an den mangelnden Deutschkenntnissen. Wahrscheinlich ist Deutsch bei ihr überhaupt gar nicht vorhanden und sie liest die ganze Zeit alles nur ab und plappert jedes Wort nach. Tja, wenn die halt eben der Meinung sind, dass man so Geld verdienen kann, umso besser, dann können sie hoffentlich nicht so viele Leute bescheißen. Denn ich glaube nicht, dass da viele Leute so lange am Telefon bleiben, wie wir das hier getan haben. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer ein kleines bisschen gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr neu seid. Vergesst das auch nicht mit der Glocke. Dann kriegt ihr auch eine Information, wenn es ein neues Video dazu gibt. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ach ja, genau, die Playlist, die seht ihr jetzt hier noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.